Ja, wir sind langsam angefixt vom CosplayerInnen fotografieren und konnten uns es nicht entnehmen lassen, auf die Konichi zu gehen, und zwar im schönen Wiesbaden. Da war die ja zum ersten Mal, und da wir aus Karlsruhe kommen, war das eigentlich nur ein Katzensprung. Zumindest im Vergleich zur Dokumi, wo wir auch ganz viele CosplayerInnen fotografiert haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal ein entspanntes Video zum Zurücklehnen. Wir haben genug Zeit, Gespräche anzuhören. Wir haben immer so kleine Interviews gedreht, einfach die Leute hinter oder in dem Cosplay besser kennenzulernen. Natürlich gibt es dann auch immer ein paar coole Posen und ein paar schöne Fotos. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Ja, das hier ist die liebe Eva, die kennt ihr ja schon aus unserem letzten Video, hoffentlich. Leider habe ich ein bisschen verkackt und wir haben da von dem Interview kein Audio, deshalb erzähle ich euch das jetzt so. Also die Eva ist ein Pony von My Little Pony und zwar ganz in Barbie-Manier, ganz in Pink. Und alles an ihrem Outfit hat sie wie immer selber gemacht. Das ist natürlich super beeindruckend, gerade die Flügel hat sie auch selber gemacht, unglaublich. Und dementsprechend danke Eva, dass du wieder mitgemacht hast. Sorry, dass ich das mit dem Audio verkackt habe, und trotzdem viel Spaß mit den Bildern. So, hallo, wer bist du denn und möchtest du uns ein bisschen was zu deinem Cosplay erzählen? Hallo, ich bin Baidu von Genshin Impact und sie ist Piratin. Wie ist denn dein Charakter so drauf? Ist er selbstbewusst drauf oder eher so schüchtern? Er ist sehr selbstbewusst und sehr stolz vor allem. Das heißt, das bringen wir jetzt auch in den Posen rüber. Ja. Okay, let's go. Let's go. Ja, also wir waren den ganzen Tag auf der Konichi unterwegs. Wir sind ungefähr, wann sind wir da angekommen? Um 12 ungefähr. Und dann waren wir auch total beeindruckt, weil der ganze Platz voll war. Und wir haben uns auch gefragt, wie ist das eigentlich? Sind die Leute im Kurpark oder sind die in dem kleinen Park? Im Kurpark haben wir auf jeden Fall nicht so viele CosplayerInnen gesehen, aber in dem kleinen Park, der direkt neben dem Gelände war, war dafür alles voll. Und das Wetter war auch bombastisch gut und abends hat man auch wirklich perfektes Licht gehabt. Es war natürlich super voll und nicht so ganz einfach, ohne Leute im Hintergrund zu fotografieren. Aber an sich also wirklich super schön, super schöne Location und natürlich wie immer super, super nette Personen und super nette Leute. Es war wirklich mega cute. Wir haben wieder super coole Leute kennengelernt. Wer bist du denn und könntest du uns ein bisschen was zu deinem Cosplay erzählen? Ich bin Yor von Spike's Family und das ist nicht ihr Outfit aus dem Anime, es ist ein spezielles Outfit, sag ich mal. Also es ist nicht im Anime, aber ich fand es so schön, deswegen wollte ich es unbedingt tragen. Ja. Es steht dir auch ausgezeichnet. Dankeschön. Was macht denn dein Charakter so aus? Bist du mehr selbstbewusst, bist du mehr schüchtern? Sie ist beides, weil sie hat wie ein Doppelleben. Einerseits ist sie Auftragskillerin, andererseits lebt sie halt ihr ruhiges Leben in einer Familie. Also sie ist selbstbewusst nachts, wenn sie ihre Aufträge hat, aber dann halt eher so schüchtern, wenn sie in ihrer Fake-Familie ist dann. Verstehe. Also ja. Was machen wir dann mit dem Outfit für Posen? Selbstbewusste, würde ich sagen. Selbstbewusst. Okay, let's go. Ja. Ja, sehr schön. Das Licht kommt von hier bis... Ja, genau, sehr schön. Ich brauche ein bisschen mehr Lichtung. Ja, super. So, kannst du mal die Arme nach oben nehmen? Ja, genau. Sehr schön. Perfekt, ja. Okay, los. Nice. Sehr schön. Und noch einmal. Super. Und guck mal nach oben in die Sonne. Mal nach vorne oben. Perfekt. Oh, ich mag das mit der Schulter. Das war gut. Ja, ja. Sehr gut. Wow! Hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Cosplay erzählen? Okay, also ich bin Lena und ich cosplay heute Leia von Star Wars in ihrem Hochzeitskleid. Und ja, genau. Es ist ein sehr, sehr unbekanntes Kostüm, weil es gibt nur so ein oder zwei Bilder davon. Das ist das Cover von dem Buch, wo es vorkommt. Das heißt Princess and the Scoundrel und eine Concept Art und das war's. Mega schön. Auf was müssen wir bei den Posen achten? Was passt zu dir? Schon so ein bisschen erhaben, königlich, oder? Auf jeden Fall, ja. Also sie hat nicht so viele Posen, weil es halt ein
Hochzeitskleid. Das heißt, ich kann so ein bisschen hübsch mit Blumen dastehen. Okay, okay, gut. Du kannst ruhig noch ein Stückchen nach außen kommen. Genau, dass es so ein bisschen dich einrahmt hier, das Zeug. Ja. Sehr schön. Kannst du von den Füßen mehr auf die Zehenspitzen? So ein bisschen kippen? Ja, sehr gut. Und nach da oben, ja. Oh, das machst du sehr gut. Mach mal so die Schultern verschieden. Oh, perfekt. Ja, perfekt, perfekt. Den Strauß noch ein bisschen höher. Oh ja, Strauß, perfekt. Oh wow, oh, brutal. Guck mal noch so nach unten, das war auch super schön. Yo. Oh. Oh, nice. Oh. Alter. Was? 3, 2, 1, los. Und bitte auf die Zehenspitzen stehen ein bisschen mehr. Genau. Genau. Und sowas schön. Guck nochmal nach unten auf den Strauß. Ja, so. 3, 2, 1, los. Oh mein Gott. Oh, wie schön. Hallo, wer bist du denn und kannst du uns ein bisschen was über dein Cosplay erzählen? Ich bin die Cheyenne. Ich bin heute als Tinkerbell hier. Meine typischen Posen. Ich würde sagen, dieses ein bisschen arrogante, ein bisschen wütende, so. Schon ein bisschen temperamentlich. Ja, genau. So wie man es von ihr kennt. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir das mal. Ich habe ja nämlich so einen coolen Gang entdeckt. Ich hoffe, dass wir da durchkommen und zwei, drei Bilder, weil das steht dir bestimmt ausgezeichnet. Okay. So, und noch ein kleines Stückchen vor. Perfekt. Ja, super. Oh, nice, sehr gut. Mega gut. Ein bisschen drehen. Ja. Kannst du mal so frech lächeln? Ja, super. Krass, sehr gut. Ich mache noch ganz Körper. So, wenn du magst, kannst du so ein bisschen nach vorne und hinten kippen. Genau, und dann so die Hände so nach außen. Ja, ja. Super. Ich mache noch ein Porträt, dann hast du es geschafft. Darf ich die Flügel noch mal ein bisschen? Ja, natürlich. Entschuldige. Alles gut. Nice. Oh, die sind schön. Wir machen für TikTok so Behind-the-Scenes-Videos. Ist das in Ordnung? Oh, du bist die von TikTok, die auch auf der Doku-Mi ja, genau. Bilder gemacht ja, ja, genau. Ja, ich folge dir. Oh, sie kennt uns. Ich gucke deine TikToks ah, an. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und du fragst immer, was die Leute cosplayen. Ja, genau, genau, genau. Ja, das bin ich. Ja, 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 ja. Hä, wie cool ist das? So schließt sich der Kreis. Ja, das ja. Ist immer auf meiner For You-Page. Ah, ja, ja, cool. Cray, haben wir das auf Video? Ja, nice. So, hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Cosplay erzählen? Ja, ich bin Jessie, Sheena Cos auf Social Media und das ist Tetia aus Witch Hat Atelier. Das ist ein Manga, genau. Sehr schön. Was ist so dein Charakter, wie würdest du den beschreiben? Ist er mehr so selbstbewusst oder ist er mehr so schüchtern? Sie ist süß und selbstbewusst und offen und einfach eine Süße. Okay, wie würdest du es in Posen umsetzen? Hast du was im Kopf? Ja, so ein bisschen was habe ich okay, im Kopf, okay. Einfach süß und offen und okay. Fröhlich. Okay, genau. Let's go, würde ich sagen. Ja. Und so von den Füßen immer gut auf die Spitzen, genau. Zieh mal einen Fuß an. Ja, 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 ja. Und von der Pose ein bisschen nach vorne lehnen, genau, sehr schön. Wow. Cute sieht sie aus. So, einmal zu mir. Durch das Gebüsch hier, genau. Hast du so eine Auflehnpose mit den Händen im Gesicht? Hast du da noch irgendwas? Mhm. Warte, hier ist besser. Ja. Noch ein bisschen mehr zu mir drehen? Ja. Ah, super. Oh ja, oh, das ist sehr süß. Ah, das finde ich toll. Das ist auch mega, guck mal. Ja.
So, hallo. Wer seid ihr denn und möchtet ihr euch mir ein bisschen oder uns ein bisschen zu eurem Cosplay erzählen? Also ich bin Nessie, ich cosplay gerade Blake Belladonna aus Ruby. Ich bin Yuyu und ich cosplay Yang Shaolong aus Ruby. Ich bin quasi die Freundin dazu. Ah, okay. Was macht eure Posen aus und eure Charaktere? Unsere Charaktere sind hauptsächlich, glaube ich, Kämpfer. Kämpfer? Und deswegen sind auch die Posen einfach immer sehr energetisch, sehr kampfgeladen. Okay. Ja. Genau, im Endeffekt sind wir Dämonenhunter. Ja. Wir sind engagiert, um Dämonen zu jagen und wir sind mehr oder weniger freiwillig, / unfreiwillig im gleichen Team gelandet. Okay, versteht ihr euch gut? Ja. Mittlerweile. Okay. Ja, super. Ja, könnt ihr mal beide zu mir gucken? Ich komme mal ein bisschen näher. Gut, machen Sie das. Sehr schön. Okay, haben wir noch eine andere Pose? Oh, wow. Das ist ja fancy. Wow. Jetzt mal zu mir. Oh, wie nice eure Gesichter aussehen. Schön wir sind. Oder ist richtig schön geworden. I love them. Gut habt ihr es gemacht. Danke Dankeschön. Euch. Ich gebe euch mal eine Karte mit. Ich habe auch noch eine Karte. Wir nehmen aber auch gerne Karten. Ja. Wir nehmen Karten und wir geben gerne Karten. Ja, sehr gerne, ja. Achtung. Oh wow, die sind auch richtig hochwertig, ja. Gell? Ich mag fancy. Hallo, wer bist du denn und kannst du uns ein bisschen was zu deinem Cosplay erzählen? Hi, mein Name ist Pia oder auch Cupid Cosplay. Der Charakter, das ist eigentlich Twilight Sparkle aus My Little Pony. Aber ich habe mir gedacht, okay, wie würde sie aussehen in einem Spiel wie World of Warcraft oder so. Und sie ist halt ein magischer Charakter, weil sie ist ein Einhorn. Da habe ich, okay, Magierstab, bisschen Rüstung und alles lila. Und du hast wahrscheinlich auch alles selber gemacht? Ja, also selbst genäht, Rüstung selber gemacht. Hey, wie macht man das? Das ist Warbler, das ist so ein Thermoplast. Ah, das ist günstig steinhart. Und das ist Moosgummi. Was geht? Ich bin echt beeindruckt. Mega schön. Ja, cool. Dann machen wir ein paar Fotos. Was würdest du sagen, wie bist du so drauf? Eher selbstbewusst wahrscheinlich oder eher so schüchtern? Sie ist ein Bücherwurm, aber nicht schüchtern. Okay. Also hast du wohl ein paar Posen im Kopf? Ja, okay. Dann let's go. Cool, ich freue mich. Super. Von der Pose her ist immer gut, wenn du so ein bisschen nach vorne und die Füße so ein bisschen voreinander, ja genau. Und die Schultern verschiedene Höhen, ja. Perfekt. Ja, perfekt. Kannst du mal nach da oben gucken? Ja, optimal. Okay, einmal noch mal ein bisschen ins Gebüsch rein, dass ich so das Grünzeug vorne dran habe, genau. Ja, perfekt. Ja, super, noch mal ein bisschen bewegen, genau, einmal so, genau, ein bisschen mehr drehen, ja. Oh, wow. Look at her. Oh, das ist schön. Oh, guck mal. Schön, danke. Du Hübschling, schau mal. Hallo, wer bist du denn und könntest du uns ein bisschen was über dein Cosplay erzählen? Hi, ich bin Alvine Koss und mein Kostüm ist ein Sakizu-Design. Das ist eine Künstlerin aus Japan, die ganz viele so künstlerische Designs macht, sehr verspielt, auch oft mit Alice oder sowas in Verbindung. Genau, ja. Sag mal, hast du so Galaxy-Kontaktlinsen an? Sie hat Galaxy-Kontaktlinsen an. Ja, genau. Ich wollte eigentlich noch Sternchen drin haben, aber die sind nicht angekommen. Mega gut, also wirklich voll schön. Okay, Dankeschön. Vom Posing her, hast du da ein paar Posen im Kopf oder sollen wir mal ein bisschen rumprobieren? Also ich habe schon heute geshootet, ich würde wahrscheinlich was Ähnliches nochmal machen. Okay. Ja, sehr schön. Super. Ah, oh, mega. Kannst du noch ein Stückchen nach da? Perfekt. Alter. Einmal nach da, bitte. Ja. Oh, das ist voll schön mit dem Kontrast. Mega. Ich würde noch gerne ein paar Ganzkörper machen. Ich muss aber relativ weit weg, deshalb muss ich jetzt mal gucken, wie wir das machen. Perfekt.
Und dann so nach unten gucken, mal das, ja, perfekt. Perfekt. So, hallo, wer seid ihr denn und könnt ihr mir oder uns ein bisschen was euren Cosplays erzählen? Ich bin Sarah, das ist Jareth. Wir cosplayen aus dem 80er Film Labyrinth mit David Bowie. Ja. Wie sind eure Charaktere so drauf? Also das ist ein Goblin King, der, der Kinder entführt, um sie in Goblins zu verwandeln. Okay, das charmant. Ist die junge Schwester, die versucht, meinen kleinen Bruder zu retten. Oh, schön. Okay, so vom Posing her bist du dann eher so bösartig. Und ein bisschen. So. Ja. Wir haben einen sehr schönen Ball in dem Film. Ja. Etwas verführerisch. Ja, sehr schön. Super. Sehr schön. Sehr gut. Guck dir mal in die Richtung. Ist noch over the shoulder. Oh, oh mein Gott. Sehr schön. Oh, die sind ja richtig schön. Wow. Wow. Traumhaft. Kann ich noch eins von dir alleine machen? Ich finde dieses kleine Wasser. So ist okay. Sorry, das ist auch wunderschön. Sie sieht. Oh mein Gott. Ja, sehr schön. Vielleicht mal so, als würdest du das Kleid gerade so hochnehmen zum Laufen. Weniger die Ellenbogen mehr nach innen? Ja, perfekt. Sehr schön. Ah, wunderschön. Machen wir dir auch noch ein Porträt, oder? Ja. So. Genau, sehr gut. Ah ja, ja. Bei dir gehe ich ein bisschen weiter runter. Ja, super. Guck mal so ein bisschen böse auf mich hinab. Ja, perfekt. Oh wow, ich bin verliebt. Ich auch in euch beide, ihr macht es richtig gut. So, hallo, wer bist du denn und kannst du uns ein bisschen was über dein Cosplay erzählen? Ja, also mein Name ist Scarlet Flame und ich cosplay Lucy aus Fairy Tail, aus dem neuesten Manga. Ja, und das Cosplay ist bei mir komplett selber gemacht, weil das einer meiner Lieblingscharaktere ist. Wow, alles? Alles. Warum können die alle nähen? Das ist ja unglaublich, mega. Wir lernen es. Wir lernen es durchs Hobby. Wie ist Lucy so drauf, so vom Charakter her? Sehr fröhlich, aber kann auch ernst sein. Ist es ihre Gilde, ihre Freunde sehr, sehr wichtig und sie ist auch sehr intelligent. Und sie ist halt eine Magierin, die auch selber kämpfen kann. Okay, sehr gut. Das heißt, wir sind so eine Mischung zwischen selbstbewusst beim Posen her und manchmal auch ein bisschen süßer. Ja. Ja, oder was würdest du sagen? Eher das Selbstbewusste. Okay, das Süße ist sie nicht immer so. Okay, dann selbstbewusst. Okay, alles klar. Da würde ich sagen, let's go. Gut. Ja, super. Und so von der Pose her fände ich es ganz gut, wenn du so ein bisschen auf die Zehenspitzen stehst. Und du kannst auch die Hände mal so hängen lassen. Und dann einmal bitte den Oberkörper in die Richtung drehen. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Super. Und den Kopf zu mir, genau. Super, ja, sehr schön. Sehr schön. Lass mal ein bisschen auf mich hinabgucken, wenn du willst. Ja, genau. Kinn noch ein bisschen nach oben. Sehr schön. Wer bist du denn? Wir kennen uns ja noch nicht. Und kannst du uns ein bisschen was zu deinem Cosplay heute erzählen? Ich bin Chopper und ich cosplay heute Child in der Fatui-Version von Genshin Impact. Ich bin sehr kaltherzig, deswegen Mantel und Schal. Ja, er hat sich gedacht, heute ist so kalt, da ziehe ich mich mal warm an. Nee, ja. Ich ziehe mich immer warm an. Ja. Du bist auch hart im Leben, du schaffst es schon. Ja. Guck mal hier nach oben. Ja, sehr schön, sehr schön. Zeig mal das ein bisschen von hinten, den Mantel. Kannst du mal sie, ja, so über die Schulter? Kriegen wir noch was mit den Armen? Ja, perfekt. Perfekt. Gut machst du das. Das hättest du schon mal gemacht, gell? Langsam eingespieltes Tief. Mhm. Ja, schön. Ja, sehr schön. Bleib so.
Bleib einfach so. Sehr gut, jetzt einmal an die Maske fassen. Sehr gut. Kannst du einmal die Hand an die... Ja, super. Das ist mega gut, guck mal. Und das mit dem Schal ist auch wunderschön. Ja. Oh, das, oh, der Blick ist... Mega gut, gell? Du Hübschling. Das, ich finde das hier ist das echt... Das ist wunderbar. Mega gut, guck mal. Auch mein Blick, ja. So ein leichtes Lächeln. Ja, ja, ja. Ah. Baba. Gut gemacht, ja, gut, dann haben wir es. Ja, sehr gut. Danke dir. Sehr schön, danke dir. Hallo. Hallo, wer seid ihr denn und könnt ihr uns ein bisschen was zu eurem Cosplay erzählen? Ich bin Tätzchen und ich Pfötchen. Oh. Wir sind zusammen. Oh Gott, genau, wir gehören zusammen. Genau, und wir machen ein Cosplay Repair Medics Cosplay. Also eigentlich ist es eher eine Eigenkreation als ein Cosplay. Ach, voll schön. Genau. Also das heißt, wenn jemand Hilfe braucht, dann helft ihr denen. Was habt ihr denn alles dabei? Alles Mögliche, von Kleber bis Sicherheitsnadeln, Haarspray, Nadel und Faden, Sekundenkleber. Genau, also eigentlich alles, was man als Cosplayer immer mal so braucht. Oh, das ist ja voll genau. Süß. Und ihr rettet andere CosplayerInnen. Genau, ja, weil wir das selber kennen auch, es geht immer irgendwas kaputt. Oder irgendjemand hat Kopfschmerzen. Richtig, und auch Kopfschmerztabletten haben wir im Sortiment. Oh, das ist voll süß. Ja, ja, richtig goldig. Okay, cool. Ja. Das heißt, ihr habt auch nicht irgendwelche einstudierten Posen, sondern ihr seid nein, für die Menschen. Okay, dann probieren wir jetzt einfach mal ein bisschen was aus. Ja, gerne. Ja, ihr seht toll aus. Danke. Ja, richtig süß, bin begeistert. Okay. Cute. Ah, sehr schön. Cute. Sehr schön. Genau. Super. Du kannst auch so machen, wenn du magst. Okay. Oh mein Gott, cute. Gott, diese Ohren machen mich fertig. Das ist so süß. Und jetzt mit den Augen nach oben. Bisschen lächeln. Was lächeln? Oh, das ist mega süß. Sehr schön. Ich zeig dir, mal was. Du machst es. Lächeln ist ja nicht ganz meine Devise. Du rettest Leute, da darfst du auch mal lächeln. Ja. Aber es ist schön. Ja. Sehr gut. I like it. Sehr schön. Du das auch so? Genauso. Ja, sehr perfekt, genauso. Sehr gut. Sag mal so ein bisschen nachdenklerisch nach da oben. Ja, perfekt, genauso. Oh Gott, das ist wirklich super. Sehr gut. Ich zeig sie dir mal. Guck mal, wie süß das ist. Ja. Richtig gut. Vielen Dank. Dankeschön, ich hab zu danken. Voll gut gemacht. Ich gebe euch eine Karte. Ja, das ist ja super. So, hallo. Wer bist du denn? Und magst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Ja, hallo. Ich bin die Barbara. Und ich stelle eben einen Giftpilz sozusagen da, beziehungsweise so einen Magic-Pilz sozusagen. Und ja, genau, also der Hut ist selber gemacht. Die Klamotten habe ich gekauft und habe ich zusammen halt zusammengestellt. Das Fläschchen habe ich selber gemacht, da ist auch noch so ein Waldgeist von Loki drinnen. Und ja, genau. Sieht so wunderschön aus. Ich Dankeschön. Bin wirklich komplett begeistert. Oh mein Gott, okay. Und es passt so perfekt zu deinen Farben, ja. Deshalb, okay, let's go. Sehr gut. Sehr schön, perfekt. Super. Du kannst auch einmal da hoch gucken. Ja, super. Also mit dem Rücken zu mir und über die Schulter, damit ich ein bisschen was von dem Pilzkopf sehen kann. Ja, genau. So, genau. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Genau. Ja, genau. So, ja, so war gut. Mehr zu mir gucken. Ja, sehr perfekt. Nice. Einmal die Hand nach unten. Perfekt. Ach, voll schön. Du Hübschling! Wow! Hallo, wer bist du denn und kannst du uns ein bisschen was zu deinem Cosplay erzählen? Ja, ich bin Jamberry und ja, ich bin hier als Merida aus Brave.
Ich habe das Kostüm tatsächlich schon vor 5 Jahren gemacht, war jetzt aber 5 Jahre nicht mehr auf Convention. Ja. Ja, also bei dir weiß ich, du bist ein selbstbewusster Charakter, genau, und lässt dich nicht unterkriegen. Dementsprechend machen wir jetzt hier so ein paar selbstbewusste Fotos. Okay, cool. Let's go. Ach, du siehst so schön, Dankeschön, aus. Wow. Sehr gut. Das Kinn noch ein bisschen nach oben. Ja, perfekt. Den Bogen noch ein kleines. Ja, perfekt. Sehe ich dein Gesicht nicht? Sehr schön. Meinst du, wir kriegen eins hin, wo du so die Haare schwingst? Ja, aber ich glaube, im Gerade stehen, so dass du praktisch, weißt du, das würdest du gerade so, ja, genau, ja, genau. Warte, ich muss auch mal kurz so. Okay, 3, 2, 1, 0. Okay, Moment, 3, 2, 1, los. Nice, nice, nice. Okay, ich glaube, ich hätte gerne noch ein bisschen weniger. Kannst du noch ein bisschen mehr zu mir? Ja, genau, okay. Oh, das sieht auch mega schön aus. Okay, und los. Du kannst auch mal, wie geht denn das, dass du praktisch so leicht hochgehst mit den Haaren vorne. Ja, genau, ja. Okay, und los. Danke für die Instruktion, die sind auch super gut. Das freut mich. Ja, wirklich, weil ich bin so ein bisschen manchmal so ein Posen-Idiot. Nee, du machst das gut. Aber du gibst so richtig gutes Feedback. Guck mal hier, das ist auch cool. Ja, das ist schön. Das ist mit Bewegung. Aber das ist auch eine mega gute Pose, gell? Das ist auch schön, ja. Mega gut. Ja, mega gut. Also ich bin happy. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hast du ein Kärtchen? Ja. Oh, super. Hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Ja, also ich bin der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland, logischerweise. Frisch aus der Teeparty vorbeigeschneit. Ja, mit Maus. Mit Maus, was eigentlich die Spielmaus meiner Katze ist. Ich habe sie mal entführt fürs Wochenende. Ah, miaut sie noch mit dir oder hast du dich dafür? Ich krieg wahrscheinlich Prügel, wenn ich nach Hause komme. So, ja, wie es immer so ist. Man ist ja nur ein Opfer. Ja, okay. Und Herrchen ist da nicht viel, sondern man Sklave. Gibt es besondere Posen bei deinem Charakter? Was macht dich denn so aus? Also generell alles, was irgendwie schielt, ist immer super on point. Okay. Natürlich die Teetasse. Oh, die ist festgeklebt. Cool. Ja. Clever. Ja. Und generell gut Posen. Okay, okay, irgendwie sich. Okay, probieren wir es mal, würde ich sagen. Okay, let's go. Ah, oh, das sieht so nice aus. Also wenn du das nicht magst, weiß ich auch nicht. Also. Ja, sehr gut. Alter, wie krass siehst du aus, was geht? So, warte, ich muss einen anderen Hintergrund haben, hier sind so viele Menschen. Sehr gut. Alter, ich muss dir das kurz zeigen, das sieht so geil aus. Sehr schön. Du machst das richtig gut, ohne Scheiß. Okay, ich würde gerne. Echt? Ja, kein Wunder. Nee, du machst das wirklich gut. Kannst du mal auf mich zuhalten, die Maus? Ja. Du Talent! Wow! Ja, guck. Wenn jemand da ist, der noch mit der Materie umgehen kann. Mega, mega, mega. Oh, das ist. Oh, ja gar keinen Filter mehr. Nee, null. Lass mich mal noch mal die ganzen Sachen angucken, die du. Das ist so schön. Wobei ich aber auch sagen muss, ich bin eigentlich noch dabei, das komplett zu überarbeiten. Weil es war mal ursprünglich ein Faschingskostüm. Echt? Das war mal so für eine Party mal. Und dann bin ich auch tatsächlich bei dem Trip quasi da drauf hängen geblieben. Und jetzt bin ich zum Cosplay gekommen. Wo ich jetzt alles selbst nähe. Echt? Ja, also die Weste zum Beispiel habe ich jetzt frisch dazu genäht jetzt. Und das ist halt dann noch alles so Secondhand-Laden. Wow, oder wieder gut und das gekauft. Sieht auch so schön aus hier, das ist so gut. Ja, es sind halt einfach so Details, die ich immer mega, so nach und nach mega, jetzt mega aufbessern will. Ein bisschen mehr zu mir bitte. Hast du auch eine Zahnlücke eigentlich? Leider nicht. Ah, okay. Die fällt immer am schnellsten weg. Ja, gut, klar. Da habe ich mir auch schon was anderes überlegt, wie ich das. Machst du mega. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hammer, Hammer. Freut mich. Gut gemacht, vielen Dank. Ja, mega. So, hallo, wer bist du denn und kannst du uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen?
Hi, ich bin der Merzhauser aus Alice im Wunderland. Ja, zum Outfit ist komplett selbst gemacht. Echt? Komplett. Die komplette Frisur mit den Ohren. Genau. Also das Einzige, habe halt quasi eine Perücke gekauft. Die war vorher komplett weiß. Die habe ich dann komplett zugeschnitten, eingefärbt, die Ohren komplett dran genäht und alles mögliche. Was sind so deine speziellen Posen oder wie bist du so drauf? Ganz unterschiedlich, kommt aufs Cosplay drauf an. Aber gerade jetzt. Wie, bist du da was, wie würdest du beschreiben, auf was soll man bei den Posen achten? Verrückt wie möglich. Okay, dann dreh so mal durch. Okay, los. Ja, cool. Lehne ich mal so auf, so frech. Kinnhöhe. Ja, perfekt. Gott, ich muss dir das kurz zeigen, das ist so cute. Richtig cool. Das ist richtig. Ja. So seine Füße, kannst du die kurz filmen? Du musst. Oh, das ist perfekt. Ja, Hammer. Mach mal irgendwie die Hände ins Gesicht. Ja, sehr schön. Nase hoch. Kannst du mal so. Ja, perfekt. Okay. Ich muss jetzt aufhören, sonst bin ich morgen noch hier. Das ist alles perfekt. Sehr cool. Mega. Ich habe einmal die Füße mit drauf hier. Das ist auch so gut, Mann. Aber richtig mega coole Fotos. Danke. Oh, das ist auch mega. Ich würde noch gerne eins haben, wo ich die Füße richtig sehe. Ja, die Füße sind auch so süß. Perfekt. Du bist einfach perfekt. So, hallo, wer bist du denn und magst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Ich mache Alice, spiele Alice. Ich habe keine Lust gehabt auf das blaue Kleid, weil es ja so standardmäßig rumrennt und dachte mir, rot ist auch mal ganz schön. Mhm. Ist alles selber genäht, selber geklöppelt, selber hier Blümchen einzeln aufgemalt. Nicht dein Ernst? Doch. Ich habe aber nicht gezählt. Wer seid ihr? Was seid ihr für crazy Leute? Das gibt's ja nicht. Ich weiß es nicht. Manchmal ist man ein bisschen bescheuert. Okay, wir haben jetzt heute offiziell die Alice Hit-Parade gefunden. Mega gut. Was geht? Mega schön. Okay, let's go, würde ich sagen. Ja, perfekt. Sehr gut. Und noch ein bisschen drehen mit dem Oberkörper. Ja, schön. Ja, super. Genauso. Bleibt genauso. Stopp. Ja, sehr gut. So, mit der Nase ein bisschen zu mir. Ja, genau, mit den Augen da hoch. Ja, perfekt. Okay, kriegen wir das hin, dass wir irgendwie Blumen im Vordergrund haben? Vielleicht gehen wir kurz darüber. Ist okay? Ja, am besten, komm mal hier rein und ich nehme die in den Vordergrund. Ja, wenn du den Mund so ein ganz kleines bisschen aufmachst, ist sie. Ja, perfekt. Kinn hoch. Ja. Ich hätte noch gern so eins, wo du nach unten über die Schulter nach hinten und ja, genau. Also wenn ich zu viele Anweisungen gebe, sorry. Nein, besser so als anders. Ich kann immer nicht anders, dann fallen mir noch dies und das auf. Und du kannst auch mal so ein bisschen näher kommen und eine von den Blumen so ein bisschen, genau, so ein bisschen interagieren. Ja, genau. Mega. Und magst du uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Ja, ich bin Rosita und heute stelle ich Tinkerbell da aus Peter Pan, kennt man wahrscheinlich. Ja, kennt man ja. Genau. Wunderfitziger Charakter und genau. Ein bisschen frech und ein bisschen. Richtig. Ja, okay, versuchen wir das mal auf den Fotos einzufangen. Okay, let's sehr go. Gerne. Gott, du siehst so schön aus. Flip, ey, und diese Flügel, Alter. Ah, super. Bleib so, das wäre super. Mega, und jetzt einmal zu mir hochgucken. Ja, perfekt, genauso. Oh, cute. Kannst du mal so über die Schulter nach da oben gucken? Ja, perfekt. Und mit den Flügeln ein bisschen zu mir, also dass du mir die Flügel mehr. Ja, genau. Ja, perfekt. Ja, das ist. Oh, süß, mega.
So richtig nach oben im Himmel ist perfekt. Ja, sehr schön. Mega. Ah, oh, guck mal. Oh, richtig schön. Wow. Richtig gut. So, hallo, wer bist du denn und magst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Hallo, ich bin die Turiuka Art und ich stelle Sarah aus Tanze Vampire dar. Das ist ein Musical-Cosplay und ja, es ist ein sehr dunkles Musical. Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele, sehr bekannt in Deutschland mit wunderbaren Songs. Läuft auch gerade in Stuttgart und bald in Hamburg. ja, und tatsächlich habe ich das Kleid irgendwann mal tatsächlich selber genäht, komplett selber gemacht, alles mit ganz, ganz viel Liebe, weil dieses Musical einfach Liebe ist. Und ja, ich kann es einfach nicht fassen. So schön, Hammer, mega gut. Wie lange warst du denn dran? Ich saß ungefähr so 2 Monate da dran, da ist immer mehr Details dazu gekommen. Dann habe ich hier noch da und da eine Ecke gefunden, wo noch was dran musste, mehr Strasssteine. Ja, und dann waren es, glaube ich, so insgesamt so 3-4 Monate Arbeit auf jeden Fall, wow, mit Perücke und allem drum und dran. Crazy. Mega schön. Wie ist so dein Charakter drauf? Auf was müssen wir achten beim Fotografieren? Oh, das ist natürlich jetzt interessant. Also sie ist keine Prinzessin, auch wenn sie so aussieht. Mhm. Eigentlich ist sie halt wirklich so ein Dorfmädchen, total verwöhnt. Als Dorfmädchen? Ja, total verwöhnt von ihrem Vater. Ah, und okay. Also ihr Hauptsatz im Musical ist wirklich einfach, sie will baden. Okay. Und ihr Lieblingsgadget ist ein Schwamm. Okay. Genau, also tiefgängiger Charakter, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Okay, dann versuchen wir mal diesen Tiefgang in den Fotos einzufangen. Ja, es darf auf jeden Fall dramatisch werden. Okay, dann sei mal dramatisch. Okay, let's go. Alter, ich hätte nur gerne einmal so diesen Rahmen außenrum. So, das Licht kommt von hier oben. Deshalb, wenn du mit den Augen ein bisschen nach oben gehst, wäre gut. Und wenn du so ein bisschen hältst, genau, am Rock ein bisschen halten, genau, sehr gut. Und grundsätzlich ist die Pose am besten, wenn du so auf den Zehenspitzen stehst, auch wenn ich es nicht sehe, genau. So, ja, sehr schön. Wow, super. Dann guck mal hier runter, ja, oh ja. Wow. Und jetzt mal mit den Augen ins Licht nach oben, nach da, ja. Es ist wirklich ohne Scheiß perfekt. Einmal zu mir bitte. Den Oberkörper mal ein bisschen, genau, ja, so schön, sehr schön. Boah, ich muss dir das mal zeigen. Oha, manchmal bin ich immer von mir selbst erstaunt, so weißt du, kann ich gucken, krass. Das sieht ohne Scheiß perfekt. Also, ja, dann setz dich noch mal ins Gras. Aber du hast auch schöne Schuhe an, gell? Ja, oh, schön, mit dem Blick nach da, ja. Okay, also wir haben es, ich bin sehr glücklich. Gut gemacht. Meine Dame. Ja, so eins weiter. Ja, mega also, schön. Mega gut gemacht. Ich danke. Ja, also das war eigentlich ein kompletter Tag auf der Kunichi in Wiesbaden 2023. Wahrscheinlich sehen wir uns nächstes Jahr dort wieder. Auf der Dokumi werden wir aber auf jeden Fall auch sein. Ja, erstmal danke an Gina und Michelle fürs Mitmachen. Es war mega gut. Danke fürs Filmen und danke an Gina fürs Schneiden. Wie immer super cool. Vielen, vielen Dank an die ganzen CosplayerInnen, die mitgemacht haben und sich einfach spontan von uns haben überrennen lassen und so Fotos machen lassen. Man weiß ja auch nie, wer da plötzlich kommt und Fotos machen will. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch für das ganze Vertrauen und für die tollen Posings und die tollen Outfits. Ihr findet unten Timestamps, da könnt ihr alle Personen nochmal anschauen und da findet ihr auch die Social
Socials von den Leuten, damit ihr eben den CosplayerInnen auch gleich folgen könnt, wenn ihr das denn wollt. Und natürlich könnt ihr uns hier auch folgen. Also wir würden uns natürlich sehr freuen über einen Daumen hoch oder ein Abo oder irgendwas ähnliches. Und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare. Und wenn ihr dieses Video teilen würdet, wäre natürlich auch hammermäßig. Wenn nicht, genießt es einfach. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.